Wir stützen uns gegenseitig und helfen uns gegenseitig. Man hat eine Gemeinschaft und das gibt einem noch viel zurück. Mein Name ist Margret Klopfenstein und ich leite den DRK-Ortsverein hier in Kleinrönnau. Wir haben viele Projekte in unserem Ortsverein und heute speziell haben wir den Blutspendedienst hier. Moin, mein Name ist Dagmar Hildebrand, ich bin Landtagsabgeordnete der CDU-Fraktion und bin heute hier, um für das Ehrenamt beim DRK zu werben. Herzlich willkommen, Frau Hildebrand. Vielen Dank, Frau. Das ist Ihre Schürze, das ist Ihr Arbeitsutensil. Super. So, hier werden die Blutspender verköstigt. Kaffee und wer möchte, bekommt auch Tee. Ja. Oder Wasser, Apfelsaft, Cola. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Lassen Sie sich schmecken. Danke. Die Leute kommen, um Blut zu spenden und die helfen auch anderen Menschen, die dringend Blut brauchen. Denn Blut kann ja immer noch nicht künstlich hergestellt werden. Und deswegen freuen wir uns, dass wir Sie so gut verköstigen können nach der Blutspende. So, bitteschön. Man hat schon Hunger. Also es ist schon gut danach, was zu essen zu kriegen. Da kommen immer 5 Schnittchen auf den Teller und dann ein bisschen dekoriert. Das ist total liebevoll. Und deswegen kommen auch viele zu uns, weil sie das so schön finden. Ja. Und wenn ein Teller nicht reicht, gibt es auch einen zweiten. Zwei. Ja, genau. Was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Ein Kaffee? Ja. So. Vielen Dank. Lassen Sie sich schmecken. Ja. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Es ist auf jeden Fall für die Allgemeinheit was Feines. Für uns sind die DRK-Ortsvereine und das Ehrenamt super wichtig im Rahmen der Blutspende. Und da ist diese Art der Zeit, die sie uns schenken, eben super, super wertvoll. Der Imbiss quasi nach der Blutspende ist für die Spenderinnen und Spender natürlich der Magnet, um überhaupt zur Blutspende zu kommen. Unsere Gesellschaft wäre nichts ohne das Ehrenamt. Wie die Menschen hier zusammenhalten, wie sie sich gegenseitig tragen. Ich bin sehr dankbar, dass es beim Deutschen Roten Kreuz viele Möglichkeiten gibt, sich ehrenamtlich mit einzubringen. Ich kann das nur jedem raten, ehrenamtlich unterwegs zu sein. Es bringt mir halt sehr viel Freude, auch den Menschen zu helfen.